Ja, hallo und herzlich willkommen wieder zurück zu RCC Stöpsel. Heute wieder bei VRC Pro 1:8 GT3 A-Finale Club auf der Kiss Me Short. Hier die Startaufstellung. Zwei Stück hier auch nicht am Start. So. Gehen hier in die andere Perspektive und mache jetzt erstmal den Ton leise. Oder auch nicht. Den Holger Wolf haben wir hier auf 1. Ich halte nochmal zu ihm. Aber ich mach mal hier den Ton aus. Wenn es jetzt... Gut. Lassen wir einfach an. Und, ja, wie wir... Das Rennen ging 20 Minuten, das werden wir uns jetzt nicht reinziehen, sondern einfach ganz normal werden jetzt die ersten, ja, bis zum ersten Tank uns angucken und werden dann einmal vorspulen. Wir haben ja alles noch sehr, sehr dicht beieinander. Mal groß machen hier. Die ersten vier dicht beieinander. Das ist der Michael auf 1, Holger auf 2, Alan auf 3 und meine Wenigkeit auf 4. Musste hier abreißen. Fehler drin gehabt. Schauen wir mal zwischen Platz 2 und 3 und natürlich auch 1. Mit den Holger auf 1 mit einer Sekunde Vorsprung vor Allen. Dann Michael mit 1,2 Sekunden dort hinter. Meine Wenigkeit auf 4 mit 2,2 Sekunden hier schon Rückstand. Und C.L. eine Runde fast zurück. Sind 8,7 Sekunden bei der letzten Messung. Schnellste Runde von Allen 12,4. Wir schauen hier, was Holger gefahren ist. 12-0. Oh, hier der Fehler von Holger. Dadurch fällt Holger hier weit zurück. Wir schauen hier mal bei der nächsten Messung, wie weit. Zwei Plätze verloren auf Platz 3 zurück. Ja. Warum ist das jetzt gerade so kacke? So. Ich würde sagen, ich mache mal einen kurzen Cut und guck mal, was das ist.